Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns im düsteren Verschneiten, kann man nicht sagen. Es ist ja dieses Vulkanzeugs hier. Ich komme gar nicht auf den Namen. Auf jeden Fall befinden wir uns in Wadenfell. Und da müssen wir nach Aldrun zurückkehren. Und das haben wir ja jetzt gesplittet in zwei Folgen. Deswegen muss ich mal eben schauen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Fremdländerin, rasch, hier lang! Ja. Seit unserer letzten Unterhaltung habe ich über den Anspruch meines Bruders auf den Titel des Nerevarine nachgedacht. Ganz gleich, wie sehr ich es auch versuche. Das Wort rollt mir einfach nicht von der Zunge. Und jetzt fürchte ich, dass er die Weissagerin am Ende davon überzeugt, dass sein Streben nach Macht den Stämmen nützen könnte. Wie kann ich euch helfen? Mein Bruder wird geachtet und verehrt. Er hat Verbündete in allen Stämmen, seine persönlichen Freunde vom Rotexil nicht einmal mitgerechnet. Wir müssen vorsichtig vorgehen und die Sitten und Gebräuche der Aschländer dabei respektieren. Alles andere wird nur in Gewalt und Blutvergießen münden. Also, was machen wir? Wir reden mit meinem Bruder. Wir überzeugen ihn davon, dass dieser Weg nirgendwo hinführt. Gelingt uns das nicht, sorgen wir wenigstens dafür, dass die Weissagerin nicht in diesen Wahnsinn hineingezogen wird. Was immer Chodala auch sagt oder tut, greift ihn nicht an. Es darf keinen Krieg zwischen den Häusern und den Aschländern geben. Ich folge eurem Beispiel. Weissagerin. Ich hatte gehofft, sie wäre hier. Du kommst zu spät, liebe Schwester. Trotz deines Einspruchs ist die Weissagerin in die Höhle der Fleischgewordenen gegangen, um meinen Anspruch zu bestätigen. Bruder, willst du wirklich diesem gefährlichen Kurs folgen? Es gab eine Zeit, als du mich bedingungslos unterstützt hast, Serin. Ich vermisse diese Tage. Mein Bruder Chodala steht kurz davor, etwas Törichtes und Gefährliches zu tun. Aber beim Anbruch des Morgens wie des Abends, Azura hat uns beide aus einem Grund auf denselben Pfad geschickt. Ich hoffe nur, wir haben genug Zeit. Was wird Chodala tun? Er wird Anspruch auf den Titel des Nerevarine erheben und versuchen, die hier versammelten Aschländerstämme zu vereinen. Das Rotexil hat er schon überzeugt, ihn zu unterstützen. Das nutzt er, um die anderen Stämme einzuschüchtern. Wenn er die Weissagerin auf seine Seite ziehen kann. Erzählt mir von der Weissagerin. Die Weissagerin Dofrosi ist das am höchsten geachtete Ratsmitglied und Geistermedium diesseits des Roten Bergs. Sie ist in die Kaverne der Fleischgewordenen gegangen, um über Chodalas Anspruch zu meditieren. Falls sie die Behauptung meines Bruders stützt, werden die Stämme ihm folgen, wohin er sie auch führt. Wir müssen mit der Weissagerin sprechen. Einverstanden, aber ich wage es nicht, Chodala mit den Stämmen allein zu lassen. Ich spüre das Wirken Azuras in dieser ganzen Sache. Reist zur Kaverne der Fleischgewordenen und sprecht mit der Weissagerin. Ich bleibe hier und werde versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, bis ihr zurückkehrt. Dann breche ich zur Kaverne der Fleischgewordenen auf. Die Kaverne liegt nordöstlich von Aldrun, auf der anderen Seite des Berges. Hoffentlich machen euch das Beben und die Lava den Weg nicht allzu schwer. Reist zur Kaverne und sprecht mit der Weissagerin, wenn sie Chodalas Anspruch auf die Rolle des Nerevarine bestätigt. Was ist die Kaverne der Fleischgewordenen? Mein Bruder ist nicht der Erste, der glaubt, er sei der wiedergekehrte Nereva. Alle vorherigen Fleischgewordenen ruhen in der Kaverne. Eine Statue Azuras wacht über jene, die auf die Ankunft des wahren Nerevarine warten. Erzählt mir mehr über den Nerevarine. Azura hat verkündet, dass eines Tages Indoril Nereva, ein Held aus uralten Zeiten, zurückkehren würde, um die Dunkelelfen zu einen und alles Unrecht auf Nirn zu beseitigen. Wir nennen diesen leibhaftig Zurückgekehrten den Nerevarine. Mein Bruder Chodala glaubt, er wäre der wiedergeborene Nereva. Ihr seid anderer Meinung als euer Bruder? Als Chodala ein Gulakan, ein Vorkämpfer unseres Volkes wurde, habe ich ihn unterstützt. Als er als Ashkan, als Anführer unseres Stammes vortrat, war ich an seiner Seite. Doch dieser neue Anspruch geht mit seltsamen Kräften und Gerede über Krieg einher. So etwas kann ich nicht unterstützen.
Ja, jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich sehe schon, die ist oben rechts, ne? Ja, da habe ich zum Glück auch einen Port hin. Ich weiß gar nicht mehr, Sie warum. wird meinen Anspruch nicht verweigern, aber nur für den Fall der Fälle. Stellt sicher, dass das Rotexil bereit ist. Was? Ja. Diesen Weg wollte ich eigentlich nicht gehen. Aber es geht auch so. Dann port ich da mal kurz hin. Und schaue mal, wie ich am besten hinkomme. Ich denke mal, das wird ein bisschen dauern. Deswegen sage ich mal, wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Azura ist mein Schild, elende Kreaturen. Okay, es hat doch gar nicht so lange gedauert. Hallöchen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Doch ich spüre, ihr kamt aus einem anderen Grund. Unterhalten wir uns in der Kaverne. Ich wollte gerade sagen, warum läuft sie denn jetzt weg? Kleiner Tipp übrigens, ich bin hier einfach so quer durchgeritten. Ja, ist sie abgehauen. Eine Da ist sie. Fremdländerin. Es muss sicher einen anderen Weg geben. Nein, meine Herren, natürlich nicht. Ich werde tun, was ihr wünscht. Kommt her, Fremdländerin. Wir müssen reden. Okay. Darf ich vorher noch mal kurz gucken, was in den Ohren drin ist? Jetzt rede ich auch mit dir. Es fühlt sich seltsam an, an einem derart heiligen Ort mit einer Fremdländerin zu sprechen. Doch die Königin des Nachthimmels besteht darauf. Ich muss in einer wichtigen Sache ein Urteil fällen. Und sie meint, ihr könntet mir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Es geht um Chudala und den Nerevarine, oder? Worte der Wahrheit aus dem Mund einer Fremdländerin. Bemerkenswert. Das Rotexil und einige wenige andere glauben, Chudala wäre der Nerevarine. Sie hat er überzeugt, aber mich nicht. Ich kam hierher, um meine Möglichkeiten abzuwägen. Ich fürchte ein Blutbad, wenn ich mich seinem Anspruch entgegenstelle. Gibt es denn keinen Weg, um zu beweisen, dass er nicht der Nerevarine ist? Vielleicht, aber ich darf mich nicht auf eine Seite schlagen. Wenn jemand die Schwächen an Chordalas Behauptung enthüllt, indem man ihn mit den gescheiterten Fleischgewordenen vergleicht, könnte das diese Wirkung haben. Die gescheiterten Fleischgewordenen? Wir dachten, die Fleischgewordenen wären vom Geist Nereva besessen. Doch jeder hatte einen entscheidenden Fehler, der dafür sorgte, dass er die Prophezeiung nicht erfüllen konnte. Ihre Geister hausen nun hier. Ja, ihr solltet mit den Fleischgewordenen sprechen. Jetzt verstehe ich Azuras Weisheit. Wie spreche ich mit den Geistern der Fleischgewordenen? Nehmt diesen Beutel mit gesegnetem Grabstaub. Streut eine Prise davon auf die Gebeine der Fleischgewordenen, um ihre Geister herbeizurufen. Kehrt nach Aldrun zurück, nachdem ihr so viel wie möglich erfahren habt. Vielleicht können wir Chordalas Ehrgeiz im Zaum halten, ehe er uns in einen Krieg führt. Wir müssen erfahren, wie man Chordala besiegt, Fremdländerin. Hört gut zu, was die gescheiterten Fleischgewordenen sagen. Basti, geh mal weg da. Also, ich muss ja mit dem reden. Einst war ich die Hoffnung meines Volks. Doch dann erwies sich mein Anspruch als falsch. Jetzt warte und hoffe ich auf die Rückkehr des Nerevarine. Stellt eure Frage, Fremdländerin, und ich werde tun, worauf Azura drängt. Sie haben entschieden, dass ihr nicht der Nerevarine seid? Warum? Um die Prophezeiung zu erfüllen, bin ich einem Pfad des Blutes und des Krieges gefolgt. Am Ende wurde mein Pfad zu einem Weg ins Nirgendwo und ich stürzte von meinem hohen Ross. Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, die Nutzlosigkeit eines sinnlosen Krieges zu erkennen. Da schnappen wir uns auch noch was raus. Der Nerevarine bleibt eine unerfüllte Verheißung.
Und ich habe mich genauso der hochmütigen Prahlerei schuldig gemacht wie alle anderen gescheiterten Fleischgewordenen in diesen Hallen. Stellt mir eure Frage und bringen wir es hinter uns, Fremdländerin. Was setzte eurem Streben, der Nerevarine zu werden, ein Ende? Der Nerevarine darf nicht nur predigen, sondern er muss auch zuhören. Ich weigerte mich, einen weisen Rat anzunehmen, was zum Untergang meines Stammes und dem Ende meines Strebens führte, den Geist von Nereva verkörpern zu wollen. Nehmt meine Schriftrolle und erinnert die Weissagerin daran, dass es ignorant ist, Weisheit zu ignorieren. Okay. Wir sind die gescheiterten Fleischgewordenen. Jene Aschländer, die sich zum Nerevarine ausriefen. Nur, um sich dann als mangelhaft zu erweisen. Die Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung hat uns gedrängt, mit euch zusammenzuarbeiten. Also, stellt eure Frage, Fremdländerin. Welcher Makel führte dazu, dass ihr an der Erfüllung der Prophezeiung gescheitert seid? Nehmt meine Schriftrolle und helft der Weissagerin dabei, ungezügelte Macht als die Lüge zu erkennen, die sie ist. Ich hielt mich selbst für den wiedergeborenen Nereva, denn ich war der stärkste und mächtigste Krieger im ganzen Land. Doch Macht allein wird mein Volk nicht retten. Am Ende konnte sie nicht einmal mich selbst retten. Tja. Sterbliche, das ist immer so. Lasst uns reden. Ich würde gerne mit dir reden. Ich habe eure Nützlichkeit schon vorhergesehen, ehe ihr auch nur einen Fuß nach Wadenfell gesetzt hattet. Nun kommt eine Prüfung, die eure Fähigkeit auf die Probe stellen wird, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ihr müsst die Stämme überzeugen, dass Chodala nicht der Nerevarine ist. Ich will ja nichts sagen, aber entweder ist mir das erste Mal aufgefallen oder ich habe es euch schon mal erzählt, dass das auch eine der Synchronstimmen war von H2O. Ich habe Zwiesprache mit den Fleischgewordenen gehalten, wie die Weissagerin es befohlen hatte. Dorfrosis Weisheit überstrahlt die der meisten anderen Sterblichen. Sie erkennt die Zwecklosigkeit von Chodalas Anspruch. Doch wenn sie ihn zurückweist, werden sich die Stämme gegeneinander wenden und es wird Blut fließen. Der Stab. Sunara. Er macht Chodala selbstsicher und waghalsig. Der Stab ist die Quelle von Chodalas Macht. Eure Instinkte leisten euch gute Dienste. Chodalas Pfad hat sich der Finsternis zugewandt. Doch mein Blick trübt sich, wenn ich zu genau hinschaue. Sotasil schuf Sunara, doch nicht zu solch verwerflichen Zwecken. Ihr müsst in meinem und Viveks Namen handeln. Ich tue, was ihr wünscht. Dann geht. Kehrt nach Aaldruun zurück und helft der Weissagerin, die Falschheit von Chodalas Anspruch zu offenbaren. Und lasst euch von Serin helfen. Sie ist meine Vorkämpferin und eine vertrauenswürdige Freundin aller Aschländer. Wie beweise ich, dass Chodala nicht der Nerevarine ist? Nutzt das, was die Fleischgewordenen euch anvertraut haben. Ihr Scheitern deutet auf die Dinge hin, die Chodalas Untergang sein könnten. Doch seid auf der Hut vor Chodalas Kräften. Er mag nicht der Nerevarine sein, aber irgendeine größere Macht hat seiner Überzeugung Stärke verliehen. Warum offenbart ihr nicht einfach den Aschländern die Wahrheit? Aufgrund eines uralten Pakts darf ich mich nicht in die Belange Nirns einmischen. Selbst dieses beiläufige Gespräch geht an die Grenzen eben jener Vereinbarung. Stattdessen muss ich durch vertrauenswürdige Handlanger wie euch und Serin arbeiten. Warum helft die Vivek? Ich dachte, ihr und das Tribunal wärt Feinde. Diesem arroganten Betrüger helfen? Wie seid ihr nur auf die Idee gekommen, dass ich diesem Mörder helfen würde? Wardenfell muss Bestand haben.
alles, was ich in dieser Angelegenheit tue, dient allein diesem Ziel. Vergesst das nie, Sterbliche. Ja, ich würde sagen, die haben immer noch so ein bisschen Twist miteinander, so wie sich das anhört. Selbst nach der ganzen Zeit. Dann mache ich mich wieder nach Alruhn auf. Aber ich würde sagen, das cutte ich jetzt nicht raus, weil ich brauche eigentlich nur hier runterzulaufen, so wie das aussieht. Dann kann ich erstmal die Akelei nehmen, die hier am Wegesrand ist. Ich fand die so schön. Ich habe mir gedacht, Blumen pflücken ist doch mal eine schöne Aufgabe. Mal ein bisschen was anderes. Als immer nur dieses dämliche Leute umbringen und den ganzen Kram. Dann kümmern wir uns auch noch mal ein bisschen um den Forstbestand. Und dann können wir direkt rüberporten. Hierhin. So. Dann schauen wir mal, wie wir Serin helfen können. Also streng genommen weiß ich das noch. Aber ihr wisst das schon. Dank sei Mond und Stern, ihr seid zurück. Es gibt immer noch mehr zu erledigen. Die Weissagerin kehrte aus der Kaverne der Fleischgewordenen zurück und betrat sofort darauf Scar, um die Stämme zu treffen. Chodala ist auch da drin und er steht kurz davor, als Nerevarine anerkannt zu werden. Sagt mir, dass ihr mit etwas zurückgekehrt seid, was den Aufstieg meines Bruders zur Macht aufhalten kann. Ich habe mit einigen der Fleischgewordenen gesprochen und sie gaben mir diese Schriftrollen. Ach, natürlich. Man nutzt die Geschichten der gescheiterten Fleischgewordenen, um Chodalas Argumente zu entwerten. Das ist brillant. Nun, abgesehen von einem Problem. Problem? Fremdländer haben keinerlei Rang im Rat. Die Arschländer werden sich um kein einziges eurer Worte scheren. Jemand anderes muss die Argumente vortragen. Jemand, dem sie vertrauen. Ich schätze, das heißt, dass ich meinem Bruder entgegentreten muss. Mit eurer Hilfe, selbstverständlich. Wie kann ich euch helfen, wenn ich nicht mit dem Rat sprechen kann? Ihr habt mit den Fleischgewordenen gesprochen, nicht ich. Ich bin mit ihren Geschichten vertraut, aber ich werde Hilfe brauchen, um die richtigen Argumente zu finden, die wir Chodalas Ansprüchen entgegenhalten können. Ich finde es schrecklich, mich so gegen meinen Bruder stellen zu müssen, doch ich sehe einfach keinen anderen Weg. Wann soll ich euch die Schriftrolle des Fleischgewordenen Ranso geben? Der fleischgewordene Ranso war stark und mächtig. Er dachte, Stärke allein würde reichen, um die Aschländer zu einen. Er ist gescheitert. Wenn Chodala seine Macht anpreist, werden wir diese Schriftrolle als traurige Mahnung heranziehen. Oh, Moment, seine Macht? Ich habe den jetzt gerade bei Krieg eingeordnet. Wann soll ich euch die Schriftrolle des fleischgewordenen Aduri geben? Die fleischgewordene Aduri war eine Vorkämpferin meines Volks. Sie verteidigte uns gegen die größten Bedrohungen. Doch als sie sich in den Krieg nur um des Krieges willen verliebte, bewies sie so, dass sie nicht der Nerevarine war. Wenn Chodala verkündet, dass Krieg die Antwort ist, übergebt ihr mir diese Schriftrolle. Okay, also Ranso zur Macht und Aduri, was den Krieg betrifft. Wann soll ich euch die Schriftrolle des fleischgewordenen Danaat geben? Der fleischgewordene Danaat dachte, sein Weg wäre der beste. Er lehnte den Rat der Weissagerinnen und der Ashkane ab. So etwas würde Nereva niemals tun. Wenn Chodala verkündet, dass er es besser weiß als alle anderen, dann verwenden wir diese Schriftrolle. Okay, dann habe ich es hoffentlich richtig geordnet jetzt, weil ich habe nebenbei meinem natürlich ein paar Notizen auf den Zettel geschrieben. Na gut, dann lasst uns nun also gehen und den Anspruch eures Bruders in Frage stellen. Trefft mich drin. Ja, ich laufe dir einfach hinterher. Müssen wir diese Posse fortsetzen? Es ist eindeutig, dass ich der Nerevarine bin. Jemand ist vorgetreten und stellt euren Anspruch in Frage, Chodala. Serin, ich bin enttäuscht von dir, liebe Schwester. Genug. Ich höre mir eure Argumente an und fälle dann eine Entscheidung. Selbst die Fremdländerin erkennt, dass ich der mächtigste Ashkan bin.
Meine Stärke allein weist mich als Nerevarine aus. Trudala nennt seine große Stärke als Beweis für seinen Anspruch. Gebt mir die Schriftrolle, die eben diese Eigenschaft des Nerevarine in Frage stellt. Ja, bei Macht habe ich mir Ranso aufgeschrieben. Probiert es mit der Schriftrolle des fleischgewordenen Ranso. Ja, das ist ein stimmiges Argument. Fleischgewordener erscheint! Als Krieger und Ashkan war ich der mächtigste meiner Generation. Doch trotz all meiner Stärke habe ich mein Volk enttäuscht. Folgt nicht meinem Beispiel. Die treulosen, dreisten Häuser bedrohen unser Land. Doch ich werde uns in die Schlacht und zum Sieg über sie führen. Das klingt jetzt so, als ob er keinen Rat annehmen... Nee, Moment, Schlacht? Ihr könnt doch Krieg sein. Das ist wesentlich nervenaufreibender, als ich gedacht hätte. Welche Schriftrolle würdet ihr empfehlen, um dieses Argument zu kontern? Ja, eigentlich hat er nicht auf den Rat gehört, den der jetzt gerade gegeben hat. Aber er hat ja von Krieg gesprochen. Also würde ich sagen, Aduri. Vielleicht wäre es die Schriftrolle der fleischgewordenen Aduri dazu geeignet, dieses Argument zu kontern. Das hört sich sinnvoll an. Ich werde es versuchen. Fleischgewordener erscheint! Ich dachte, der Pfad der Nerevarine wäre ein Pfad des Blutes und der Schlacht. Doch meine Liebe zum Krieg war mein Untergang. Krieg ist nicht der Weg. Diese gescheiterten Fleischgewordenen beweisen gar nichts. Ich brauche nur meinen eigenen Rat, so wie es mir als Nerevarine zusteht. Ja, perfekt. Jetzt hat er sogar von Rat gesprochen. Ich glaube, es klappt. Noch eine letzte große Anstrengung und dann sollte es geschafft sein. Die Schriftrolle des fleischgewordenen Danat sollte seine Annahme widerlegen. Natürlich. Mal sehen, was geschieht. Fleischgewordener erscheint! Ich wollte den Rat der Weissagerinnen und Ashkane nicht annehmen. Ich dachte, ich wüsste alles. Doch ich wusste nichts. Das ist nicht der Weg des Nerevarine. Serin und die Fremdländerin. Ihre Argumente überzeugen. Trudala, wir verweigern euren Anspruch. Ihr seid nicht der Nerevarine. Das beweist gar nichts. Seht, wie der Stab mich beschützt. Ich bin der Nerevarine. Rundexilanten, erschlagt die Ungläubigen. Bruder, nein! Hallo, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Im vollen Block haut der mich um. Geht das noch? Hallo? Noch jemand? Wieso kann ich nicht looten jetzt? Jungs, schickt der noch jemanden? Achso, nee, folgt Serin. Okay. Wenn man sie... Da ist sie. Geht zu meiner Hütte und holt die Heiltasche sofort. Auf der Stelle, Weissagerin. Das ist auch gar nicht die Serin. Moment, wo ist sie denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen... Ach, da ist sie doch. Sterbliche... Ich will mit euch sprechen. Machen wir doch. Trudala wurde als gescheiterter Nerevarine enttarnt. Aber das hält ihn nicht davon ab, seine rücksichtslosen Taten fortzusetzen. Solange er den Stab führt, ist er unaufhaltbar. Was sollten wir also tun? Die Zeit arbeitet gegen euch, Sterbliche. Schon jetzt wird Vivek, dieser wichtigtuerische Eindringling, immer schwächer. So sehr ich ihn auch verurteile, darf Vivek nicht Trudalas abscheulicher Magie anheimfallen. Hier ist eine andere Macht am Werk, die ich noch nicht so recht benennen kann. Es muss etwas geben, was ich tun kann. Kehrt in die Stadt Vivek zurück. Tut, was möglich ist, um Vivek zu helfen.
und gebt Acht auf mein treues Gefäß Serin. Ich nenne sie Champion des Monds und des Sterns. Sie wird bei der Beendigung des Sturmes ihres Bruders zur Gottheit eine entscheidende Rolle spielen, falls sie überlebt. Ich werde nach Vivec zurückkehren. Das war berauschend. Jo, kann ich nur mit dir reden? Das war herrlich. Fürstin Azuras Gegenwart erfüllte mich mit solchem Staunen. Sie hat sogar durch mich gesprochen. Ich habe alles gehört, was sie sagte, und ich spürte ihre Dringlichkeit. Ihr müsst sofort nach Vivec zurückkehren. Sie meinte, ihr wärt ihre Vorkämpferin und dass ich eure Hilfe brauchen würde. Und ich werde euch helfen. Kehrt nach Vivec zurück, während ich meinen Bruder und seinen verdammten Stab aufspüre. Da die Aschländer sich gegen ihn gewendet haben, bleiben ihm nicht viele Möglichkeiten. Nachdem ich ihn gefunden habe, treffen wir uns und suchen nach einem Weg, um Jodalas Verteidigung zu durchbrechen. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf Richtung Vivec. Warum? Wenn ein Gott schwächer wird, leidet darunter auch seine Stadt. Ich weiß, dass mein Volk langsam Angst bekommt. Selbst der Erzkanoniker ist verstört. Doch die Energie, die mir noch bleibt, hält den Meteor am Himmel. Zumindest vorerst. Also welche Neuigkeiten bringen meine Augen und meine Ohren mir? Wir haben Jodala als Nerevarine diskreditiert, aber er ist mit Sunara entkommen. Wie dieser Aschländer gelernt hat, sich auf Sotasils Werkzeug einzustimmen, entzieht sich meinem Verständnis. Und er wagt es, meine Macht einzusetzen. Doch ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Jeder Schlag und jede Parade bringt uns einen Schritt näher ans Ziel, diese Bedrohung zu beenden und meine Lebenskraft wiederherzustellen. Und wir erhalten diesmal sogar göttliche Beine vom Kriegerpoeten. Aufgrund von Fürst Vivecs Zustand obliegt es uns, eine Lösung zu finden. Ja, das ist wohl richtig. Allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss mich mal ein bisschen drehen, das sieht sonst komisch aus, wird diese Quest noch eine ganze Weile dauern. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor ich die Quest im Hintergrund weiter annehme. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.